Man muss der Verlierer. Entweder fährst du nackt U-Bahn oder nicht. Irgendwas stimmt nicht. Aber ich habe das Gefühl, ihr macht noch keiner ernst. Ja, wir fahren keine U-Bahn. Scheiße, ich kann mir schon mal Flipflops kaufen. Wiegt 70 Kilo mehr als er. Du willst mich doch verarschen, Alter. 999. Willkommen, Freunde, bei Kevin Volta zu einer neuen spannenden Episode. Heute mit den Gästen Fabian. Was geht? Und natürlich nicht zu vergessen den legendären Flying Uwe. Moin, Sven. Ja, einer fehlt noch, ne? Und natürlich nicht zu vergessen mich. Hi. Leute, wir haben ein legendäres Video. Und zwar hat Uwe mich herausgefordert zur Boxautomat-Challenge. Ich habe gesagt, ist ja langweilig, gewinnst ja sowieso. Ich hole mir meine Jungs und wir schlagen dich zusammen kaputt. Tja, Wetteinsatz gibt es natürlich auch bei einer Wette, natürlich. Und zwar muss der Verlierer oder die Verlierer eine Station nur in Unterhose und Flipflops bekleidet in Berlin U-Bahn fahren. Ja, super. Wir freuen uns riesig doll. Aber Leute, jetzt geht's erstmal los. Seid gespannt und es wird brutal. Erstmal warm machen. Meine Chancen schätze ich nicht allzu gut ein heute. Was? Weil ich natürlich nicht, noch immer nicht sehr, sehr fit bin und ich mit sehr viel Bedacht an die Sache herangehen werde. Also werde ich die Gegner ausmerzen durch psychologische Kriegsführung. Verstehst du? Da wir ja schon mal hier waren, weiß ich, wie meine Chancen stehen und ich wette einfach nur, Daniel, bitte hol uns aus der Sache wieder raus, Alter. Ich will nicht U-Bahn fahren mit Flipflops und Unterhose. Wie wir alle wissen, fährt Uwe ein schönes Auto und er hat gesagt, wenn ich mich auf seine Seite schlage, darf ich ihn für eine Woche fahren. Deswegen weiß ich nicht, bei wem ich jetzt bin gerade. Ich gebe einfach Gas. Bringt gar nichts darüber zu diskutieren. Ich hau das Ding einfach kaputt. Nachher, wenn es zur zählenden Runde geht, Uwe hat 3 Schläge. Von uns hat jeder einen Schlag, weil wir halt zu dritt sind. Oha. Das ist richtig viel. Wie viel wiegst du? 100 Grad. Ich hab Diät gehabt. Bei 100 Kilo aktuell. Auf 1,80 Meter. 150. Digga, ich wiege 78 oder so, Alter. Also dann wiegt der 70 Kilo mehr. Scheiße, ich kann mir schon mal Flipflops kaufen. Wow! Bingo! You are a boxer! Oh, Scatman! Willst du noch ein bisschen Musik hören? Hm? Dim dim ne dum dum dim. Wenn du richtig triffst, ist von mir sowieso vorbei. Aber wenn du verkackst, habe ich nochmal Glück. Dann kannst du nicht nochmal schlagen. Er hat 3 Schläge, wir haben dann sonst. Wir sind als Kampfsportler. Wir sind 70 Kilo mehr als er! 70! Ein kompletter Mensch mehr als er, Alter! Wenn wir in den Ring steigen würden, dann wäre das ein Vorteil für mich, aber an so einem verfickten Automaten nicht, Alter. Aha, jetzt auf einmal. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Uwe ist sich zu sicher. Der kennt diese Technik von diesem Automaten, glaube ich. Guck mal, was der für Faxen hier macht. Ja, wir haben jetzt unsere Aufwärmphase gemacht. Schultergelenke, Ellbogen, bisschen Muskulatur. Daniel, bitte kümmere dich darum, dass ich nicht U-Bahn fahren muss in Boxershort und Flipflops. Bitte. Uwe hat sich noch ein bisschen zurückgehalten, der Schlingel. Ich habe das genau gesehen, hat da irgendwelche Faxen gemacht an dem Gerät. Ich hole in jedem anderen Ding unsere Punkte raus für unser Team, aber heute bist du mein Steckenpferd. Ich habe das Gefühl, ihr macht noch keiner ernst, weißt du? Hier gerade unser Großer hier. Ich beobachte das ja, der haut da so auf Flusche gegen und so. Man nennt sich schon die Werte, aber so wenig Power. Meine Chancen oder unsere Chancen? Nur deine Chancen. Meine Chancen? Mittelfeld. Gutes Mittelfeld. Ja, die Regel mit denen, wir haben nur einen Schlag pro Kopf und er hat 3, macht mir ein bisschen Bedenken, weil ich da ein bisschen Angst habe, dass da
der Automat die Kraft nicht richtig überträgt und dann ein Wert rauskommt, der nicht dem entspricht, was da angekommen ist. Müssen wir mal schauen. Und ich hoffe ja, wir haben ja nur einen Schlag übrig, frei, dass er sich so anstrengt, aber so von der Kante einfach verkackt. Kennst du das, wenn er so doll und ich will und muss? Ich hoffe, er rutscht einfach aus, fliegt mit dem Gesicht gegen diesen Automaten. Das wäre meine Chance. Als erster schlägt Fabi, Uwe, Kevin, Uwe, Daniel, Uwe. Kapiert? Und wenn Uwe über dem ist, was wir schlagen, dann verlässt er heute Berlin nicht mehr. Kriegt einen Betonklotz und dann ab in die Spree. Rest in peace. Und wir haben noch eine Besonderheit für euch. Heute ist Sonntag und am Sonntag gibt's bei Smilodogs den Black Crash. Mit dem Code Kevin40 bekommt ihr auf alle Produkte, selbst auf die reduzierten Produkte, nochmal fette 40%. Uwe, was sagst du dazu? Du hast mir gerade sogar angesabbert dabei, Digga. Das ist doch nicht schlimm, Alter. So lecker sind nicht so. Jetzt stehst du davon. Was sag ich dazu? Ja, ich hab dir die Prozent ja mitgebracht. Ich kenn sie ja schon. Ja, ich weiß, aber du musst ja den Leuten jetzt auch was Interessantes erzählen dazu. Geht einfach vorbei, klickt auf den Link und stöbert ein bisschen rum. Abchecken. Denk daran, du hast nur diesen einen Schlag. Also konzentriere dich, fokussiere dich und steck deine komplette Energie, Gewalt, Hass, Emotion, alle in diesen einen Schlag. Okay. Nimm Anlauf. Ja! 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 Ich bin ein bisschen unterhaus-Uber. Sehr gut. Ich wünsche dir ganz viel Glück, Uwe, ja? Ich möchte, dass du einen guten Schlag triffst. Der war nicht so richtig. 956 haben wir, aber der war nicht richtig drin, ich hab's gemerkt, aber der geht noch besser. Ich hasse ihn einfach. You are speed. 999. Nein, er hat 949. Was? Nee, 999. Wie bitte? Hast du was zu sagen? Der war scheiße, jetzt bin ich abgerutscht. Oh Mann. Daniel! Komm, let's go! Nein, das soll ich nicht ablegen aufgrund des Gewindes. Wegen der Masse. Ja. Wegen der Beschleunigung. Ja, genau, Masse unter T-Shirt. Okay. Könnt ihr mal den hier wegnehmen? Der stört, Alter. Der stört. Ich stell ihn gleich mit bei, Alter. Bad Vibes, Alter. Der gibt mir schlechte Vibes. Boah. Alter, das war der erste Schlag beim Aufwärmen. Was ist passiert? Eben habe ich mit rechts geschlagen, jetzt schlage ich mal mit links. Aber du bist eigentlich... Ich bin Linkshänder. Ey. Nee, aber also das ist jetzt nicht okay, das ist fürs Gefühl. Ich mache jetzt einfach einen anderen Schlag. Ja, ich schlage auch immer am Anfang mit meiner schwachen Hand. Fast genau die gleiche Punktzahl wie... Ey, jetzt mal ohne Spaß. Wer war's eigentlich? Scheiße. Nein, du willst mich doch verarschen, Alter! Congratulations! Das ist ganz normal, ey. Boah, ich hab so einen Wurf ins Haus. Ich schwör's dir, ich hab gedacht, ich schaff das nicht. Ja, siehst du, die beste Hand noch auf ihn bis zum Schluss. Das war auch alles spontan, ich schwör's, ich hab nichts geplant. So Beerdigungsmusik, hab ich das Gefühl. Ja, ihr müsst ja alle, also zu dritt jetzt in die U-Bahn. Zu viert. Unser Kameramann André ist auch dahinter. So. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken für dieses schöne Erlebnis. Kannst du einfach gehen bitte jetzt so. Ja, nee, die Zuschauer denken schon, das ist fake. Kein Witz. Ich habe echt Schwein gehabt. Würde ich jetzt auch sagen. Ganz einfach, wir haben gefaked. Wir haben meine Zahl eingeblendet bei ihm. Nicht nur hier, sondern auch hier. So, Fakt ist, wir haben verloren. Fakt ist,
Das komplette Team muss in Unterhose und Flipflops U-Bahn fahren. So, wir haben jetzt 991 geboxt, aber ich hätte es echt nicht gedacht. Ich dachte echt, unser Riese hier, der bringt das Ding, weil beim Warm-Up, er hat einmal so geschlagen, ich habe mich genau hingeguckt, habe ich von Weitem gesehen. Ich so, boah, Digga, da war aber 977 oder so. Ich habe noch nie 977 geschlagen. So, und da wusste ich so, okay, du musst richtig aufs Ganze gehen. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe noch nie 991 beim Box irgendwo angeschlagen. Ja, was denn so der Wille ausmacht, ne? Wenn man weiß, okay, Uwe, entweder fährst du nackt U-Bahn oder nicht. Will ich natürlich nicht, dann gibst du alles. Hat funktioniert. So, Freunde, eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar möchte ich mich riesig bedanken an Laser Game Berlin, die uns diesen Boxautomaten zur Verfügung stellen. Also, vielen Dank dafür. Laser Game Berlin, unbedingt abchecken. Guck mal, Fabian geht da hinten. Alle weggegangen jetzt. Keiner hat mehr Bock. Alle demotiviert. Machen hier auf Muskeln, weißt du? Können nicht länger stehen hier als 20 Minuten für so ein Video. Machen auf Übersäuerung, müssen auf Klo sitzen, weißt du? Ja, Leute, das war das Video für heute. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und denkt dran. Black Crash, Leute. Kevin 40. Könnt ihr ein bisschen rumstöbern. In diesem Sinne, haut rein und wir sehen uns zum nächsten Video.